Oh Christian, ich hoffe, du hast nichts dagegen, dass ich hinter dir, hinter deinem Haus ein bisschen Wald dezimiere, ne? Bei mir jetzt? Wenn du nach, nein, nein, bei mir. Wenn du nachpflanzt, wäre doch alles super. Ja. Was wahrscheinlich nicht, ne? Achso, nee, warte, ich hab's vergessen. Nein. Wird hier sicherlich noch in dieser Höhle Diamanten finden. Garantiert. Ja, aber das glaube ich wirklich zu bezweifeln. Ich bin jetzt schon auf 48 Höhe 48. Die ist tiefer. Wirklich ohne Scheiß richtig groß. Ich habe jetzt schon knapp ein Stack Fackeln benutzt. Um hier einmal durchzulaufen kurz. Und es ist immer noch nicht zu Ende. Und es werden immer mehr Gänge hier. Es ist so unnormal viel. Normal. Unnormal. Ich habe nur noch 13 Fackeln und ich habe keinen Plan, wie es hier rausgeht. Hallo, fällt jetzt mal langsam so ein Baumsetzing runter. Sonst kriege ich noch Ärger mit der Bauschutzbehörde. Bei mit mir? Dem Förster. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Oh, ich weiß aber jetzt gar nicht, wie ich jetzt. Also, das Grundding vom Bahnhof steht ja schon mal. Ich Idiot. Ja, wieso? Ich habe mich die ganze Zeit fürs Husten gemutet. Ja? Das hört ja nur ihr, ne? Aber Audacity hat eine andere Tastenkombi. Ja. Das ist die ganze Zeit, wenn ich mich gemutet habe, hört man jetzt in der Aufnahme, dass ich mich gemutet habe, aber man hört mich immer noch. Aber das Ding ist, du kannst es einfach rausschneiden, das Husten. Ja, klar. Ich glaube, das ist trotzdem behindert, das ist hier immer auszuschneiden. Das mache ich immer, wenn ich South Park schneiden möchte. Hör ich mir das kurz an. Ja, ist trotzdem nervig. Geh auf die Spannungsspitze, also geh auf diese Spitzen von der Aufnahme. Spannungsspitze? Ja, nicht mehr. Ja. Okay, sind wir schon so tief im Beruf verwurzelt. Ja. Hey, geht der Todespunkt hier eigentlich weg? Den kannst du. Achso, du hast. Gehst du auf N? Dann hast du unten links Waypoints. Und dann kannst du wieder auf M drücken, dann passiert nichts. J. Also bei mir ist das M. J. Oh, ja. Dann musst du irgendwo bei Waypoints unten links. Waypoints, genau. Dann guckst du diesen Waypoint, wo dein Todesding steht. Ne, finde ich jetzt nicht. Ach, ist mir auch scheißegal. Freu nicht unbedingt. Du musst es für immer mit der Schande leben. Nicht so schlimm, ist nur so ein Dreckspunkt da irgendwo am Spielerrand. Am Bildschirmrand, meine ich. Mann, ich finde hier echt nicht mehr raus, ne? Bin ich gekannt da. Brauche mich jetzt einfach hoch, einfach. Just do it. Just! Aber ich hab's gefunden! Ich hab endlich meinen Ausgang gefunden. Läuft auf dich. Komm schon, ich schaff das. Nein, schaffst du nicht. Schaffst du nicht mal. Ja, ich hab's geschafft. Schaffst du nicht. Wow. Schaffst du nicht. So, die da hinten müssen wir mal kurz raus. Zwei, drei. Drei. Keine Schlägerei. Langsam wird meine eine Kiste im Haus echt voll. Ja gut, ne. Ich gehe jetzt einfach zu meinem Kistenlagersystem. Da habe ich noch 6 Kisten. So, wir mal loslegen, wie viele Kisten wir haben.
Ja, aber das Schöne ist, das Kistenlager-System siehst du ja eben nicht. Das wird auch niemand finden. Okay, ich werde wahrscheinlich nicht anders suchen. Challenge accepted. Ganz ehrlich, ich werde wahrscheinlich auch nicht danach suchen. Jetzt kann man sie ganz, mal ganz durchlaufen, ist schon mal gut. Ah, ich habe wieder Hunger. Fettsack. Notfallkuchen. Ich habe nur noch einen Kuchen und den brauche ich für wirkliche Notfälle. Da sagen wir so, wenn du es lebend zur Kiste schaffst, also wenn du lebend den Kuchen aus der Kiste holen kannst. Okay. Warte, ich werde auf dich schießen. In dem Moment renne ich an dir vorbei. Ich werde auf dich schießen, wenn du das jetzt versuchst. In der Kiste? Ja. Alter. Ich schieße nochmal, wenn du es wirklich versuchst. Wo habt ihr eigentlich jetzt Zauberbücher her? Gemacht oder gefunden? Ey, wie macht man denn mit den Zauberbüchern? Alter! Ich wollte weggehen, du Wichser! Nein, der hätte ich wollte weggehen! Nee. Du hast die ganze Zeit bis auf mit Schiff gegangen und wolltest dahin. Ich wollte also, weggehen. Dann sag das. Für mich. Ich bin von der Kiste weggegangen. Ja, weil du von oben nicht da nicht drankommst. Ich habe angekündigt, dass du diesen. Du bist da hingegangen mit Schrift. Und dann gehst du näher und guckst mich dabei so an. Das sieht das für mich aus, würdest du noch versuchen. Ich habe dreimal neben dir geschossen. Und du gehst trotzdem dann noch hin. Ich bin weggegangen. Du hast drei Pfeile geschossen, während ich da hingegangen bin. Und danach bin ich weggegangen. Junge, du warst da drüber, da kannst du natürlich nicht hin. Ach, hast du bei mir gepennt? Oh, ey! Alter, was denn? Bist du noch ich bin nicht in der Kiste, du Wichser! Ich hab gerade mein Inventar offen gehabt, fick dich! Fick dich einfach, hier, fick dich! Alter, passt schon weh. Ich werd ins Wasser gehst du. Ich war im scheiß Inventar. Wenn man an eine Kiste geht, dann sieht man, dass in denen, die hier so aussieht, guck mal. Ja. Die ist dann offen. Aber du wolltest. Das war. Ich war nicht an. Ich stand gerade so. Ich stand ja, so. Vor meiner Kiste. So. Ja, vor meiner Kiste. Ist die Kiste offen? Nein. Also, aber bin ich an der Kiste dran? Nein. Ich will aber finden, dass du an meine Kiste kommst. Darum geht's ja. Kannst du machen, nachdem ich da dran war. Nö, dann hast du den Kuchen ja gekriegt. Dann hättest du den ja verdient. Wollte ich ja gerade finden. Das war doch das Ding, worüber wir geredet haben, dass du nicht an meinen Kuchen kommst. Moment mal. Ich hab dich gerade dreimal auf dich geschlagen und der letzte hat nur gesessen. Beim zweiten Mal hattest du das Schild nicht mehr aktiv. Doch. Nee. Fick dich. Alter. Ey. Hör auf. Ich hab immer noch nicht volles Leben. Ich geh jetzt an einen scheiß Ofen. Den noch? Ja, mach doch. Der Tag wird kommen. Warum ein Zombie vielleicht? Danke fürs Zombie vielleicht, okay. Hat das eine Bedeutung? Was? Du bist an die Kiste gegangen! Scheiße, jetzt hab ich. Alter, ich hab das. Das Fleisch ist schon wieder genau weg an der Stelle, Alter. Ach man, vergiss es, fahr nach Hause und. Ja, aber das Ding halt von da oben hättest du halt nicht an meine Kiste drankommen können, glaube ich, oder? Ja, ach nee, warum schießt du mich dann? Ja, weil du so gegangen bist, ich dachte, du gehst jetzt zu der Kiste. So, so kann ich doch. Weil ich dachte, du gehst weiter zur Kiste und provozierst das jetzt, sodass du näher dran gehst. Weil du gehst so gar nicht. Ich habe das schon einmal gelernt, dass man nichts mehr provozieren sollte bei dir. Aber was ist dann nochmal getan? Der hätte einfach sagen müssen. Hab ich doch nicht, ich bin weg! Der hätte einfach sagen müssen, ja, ich geh jetzt weg. Und das, weil du das Schiff nach unten gegangen bist, dachte ich so, ja, jetzt gehst du zu der Kiste wieder. Das sah für mich so aus.
Mach für mich aus, Bruder. Der Tag wird kommen. Aber genau, was willst du denn machen? Wo du den Kuchen kriegst oder wo du mich umbringst? Beides. Beides. Ich hab schon eine Idee, was ich machen werde. Das ist voll der Insider. Also muss ich jetzt halt die ganze Zeit mit dem Totem rumlaufen hier. Wenn ich das Totem auf Anlagen habe, ich da immer noch irgendwo in der Kiste liegen, glaube ich. Ja, ist immer noch da. Einmal muss ich das wieder benutzen. Machen. Weißt du was? Jetzt gerade ganz kurz mal hier aufstellen als Schild. Damit jeder, der das in der Aufnahme sieht, es weiß. Ich will diese Aufnahme irgendwann mal angucken und dann weiß ich auch, was du da hingeschrieben hast. Ach, kacke. Wenn das jetzt richtig geschrieben ist, wahrscheinlich nicht, aber egal. Jeder wird es wissen. Da hingeschrieben. Auch nichts. Muss ich mir die Aufnahme erstmal angucken? Das endlich weiß. Ja, wenn wir gerade in Japan sind, dann. Ja, dann ist das trotzdem wahrscheinlich noch ein bisschen, ne? Bitte? Ich weiß nicht, ob das jetzt wie du aufgenommen hast, willst du vielleicht erstmal. Also ich hatte eigentlich überlegt, alles in Zeitraffer zu schneiden, aber wozu, wenn wir jetzt wirklich. Wenn ich das wirklich so time. Ja, ein bisschen Zeitraffer kannst du ja schon machen. Nee, jetzt habe ich dich schon zweimal umgebracht, ne? Michi hat dich schon einmal umgebracht. Ich habe ihn auch schon ein paar Mal umgebracht. Ja? Ja, als wir den Server schließen wollten und es dann doch nicht getan haben. Warum wolltet ihr den Server schließen? Wegen Speichern. Map speichern. Einmal habe ich ihn gekillt. Michi einmal, du und ich zweimal. Und selbst im verfickten Game bist du weg gewesen. Bin ich da gewesen? Nein, ich war Stefan. Ich war danach im Game-Mode und bin ihm hinterher gerannt, beziehungsweise geflogen, beziehungsweise geportet und der war immer noch schneller als ich. Was? Ja, ich hab dich nicht bekommen. Ernsthaft? Ja, und dann hab ich irgendwann mal abgebrochen, weil ich keinen Bock mehr hatte. Wenn du fliegen konntest, dann kann ich doch nicht schneller gewesen sein. Ja, ich muss ja einfach wieder landen und dann nicht treffen. Ach so. Und in dem Moment bist du immer an diesen einen Sprung weiter weg gewesen quasi. Auch falsch. Der fand es einfach krass. Ja. Außer als Türsteher. So, jetzt fahre ich wieder zu Christian. Um was zu machen? So, ich bin mit meinem Geheimlager fertig. Okay. Oh, du hast ein Geheimlager? Wo ist es? Wie kommt man da hin? Also normal, es ist Standard, dass jeder weiß, wo geheime Sachen sind. Ja. Der Christian war schon vor einer Geheimsache hier bei mir. Der ganze Server weiß das schon, Christians geheime Sache. Mich hat auch noch so eine geheime Sache, von der wir alle wissen. Ja, eigentlich würde man das von der Kirche aus sehen können, wo mein Geheimlager ist. Hast du auch wie Christian so ein offensichtliches Lager gebaut? Ja, warte mal. Ich weiß von geheimen Sachen von dir. Ja, die eine Sache, die ich dir gezeigt habe, Mann. Wenn man von meinem Haus die Fackeln folgen würde, dann weiß man eigentlich, wo das Lager ist. Was meine Idee zur Erweiterung war? Hallo Mario. Ja, hi. Bist du sauer? Nein! Du warst das selbst schuld? Du hast provoziert? Ich war selbst schuld, ich bin da nicht mal hingegangen danach. Du hast dich produziert? Nee, aber jetzt ganz mal ehrlich, aber wenn du so da hingehst, im geduckten Modus. Meine Kiste war da. Und ich stand quasi so da drüber und bin dann so zur Treppe. Ja, weil du ja von oben nicht drankommst. Du musst ja von unten. Und ich dachte, du willst jetzt so da dran gehen. Das hättest du gesehen, wenn ich dann diesen Rechtsschlenker mache. Ja, du bist halt so näher gegangen. Ich bin weggegangen. Warum hast du so eine. Eigentlich bist du näher hingegangen, weil du von oben ja nicht drankommst. So gesehen, nein. In dem Sinne. Letzte Zeit. Ich habe zu viel Hand of Blood geguckt, den muss ich immer sagen, in dem Sinne. In dem Sinne. Nee, auf jeden Fall, du musst dir mal eine stärkere Rüstung holen. Das kann doch nicht sein, dass ich mit einem Bogenschuss töten kann.
das kann sein, das siehst du ja. Okay, das darf nicht sein. Möchte jetzt jemand das Geheimlager sehen von mir? Nee, gerade nicht. Ich bin gerade noch im sehr anstrengenden U-Bahn-Bau unter erschwerten Maßnahmen. Alter! Hör auf mit der Scheiße! Der hätte dich jetzt nicht umgebracht, weil er dich voll gespannt war. Trotzdem auch mit der Scheiße. Der hätte dir nur ein bisschen wehgetan. Nur ein bisschen. Nur so ein paar Herz. Aber wo hast du dieses fucking Schild hingepackt? Welches Schild? Du hast gesagt, du hast irgendwann eben ein Schild gemacht. Achso, ja, das war bei mir zu Hause zum nur Nutz für die Zuschauer. Perfekt. Ist es immer noch da? Nein, ist es nicht mehr. Weiß nicht. Es ist abgebaut. Es ist abgebaut, damit ich es irgendwann mal wieder setzen kann. Okay. Hi. Oh, ich hab gerade die Zeit voll verpackt. Nee, ich komm jetzt. Ich hab gerade voll die Zeit. Nee, ich komm jetzt. Essen oder was? Ja, ich hab das vollkommen verpasst. Ich hab halt, ich weiß noch, was mit meinem Vater machen. Ich wollte sagen, wir haben jetzt 8 Uhr. Ne? Ich war mit meinem Vater geredet. Ne? Echt? Es ist 8? Ich wollte was. Nee, es ist schon nach, es ist schon 8:30. Ach so. Deswegen wollte ich um 8 Uhr was mit dir machen. Jetzt guck ich so, oh. 8:30. Ups. Bist du denn also später nochmal hier? Ja, oder? Ja. Klar. So circa wann? 2 Stunden oder so. 2 Stunden? Okay. Komm, wir haben Sachen weg. Wenn jemand noch das Lager sehen will, dann müsste er jetzt kommen, weil ich wollte jetzt in die Höhle gehen und Dier farmen. Nee, gerade nicht. Okay, ja. Ah, ich hab gerade. Aber alles gut. Ich dachte gerade, ich hätte einen falschen Baum abgebaut. Ernsthaft, jetzt ist die scheiß Axt am Arsch. Dann nehme ich die Diamantspitzhacke. Die Axt, die ich dir bereitgestellt habe, großzügigerweise? Quasi, ja. Uhu. Das noch weg. Bruchsteine. Dann bin ich erwischt. Machen wir gerade Hallo zu Sam. Hallo Sam. Kaktus. Und ja, ich bin jetzt raus. Hier raus. Haben wir später. Ja, bis später oder so, ne? Wahrscheinlich. Tschüss. Ich glaube nicht, ob du kriegst deinen noch aufnimmst, aber nach. Ich weiß nicht, also im Moment habe ich richtig Bock drauf. Problem ist halt nur, wenn ich gleich alleine sein sollte oder so, ich weiß nicht, was mit den anderen beiden ist, dann wird es mit der Moderation sauschwierig. Hast du noch die geile Minecraft-Musik von Live? Es wird trotzdem sauschwierig. Mach einfach Kongs Let's Play an. Ja. Hey, mach ein Reaction-Video auf Kongs Let's Play. Nein, tu einfach so, als wärst du Borg. Böschen, Popöschen und schau mit V. Naja, dann bis später, Chris. Achso, der ist schon gemutet. Ja. Der Kreuz-SP ist einfach so eine Wunderwaffe, ne? Auch wenn du irgendwo auf dem ersten Date bist und nicht weißt, was du sagen sollst, mach einfach Kreuz-SP an. Ey, was sind denn so deine Hobbys? Ja, also ich höre mir gerne was vom Bank an. Ist eine Pistole? Ja, die gibt's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. Du Hurensohn! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zaubern. Ja. Die Achterbahn, die geht so ab. Die Stänze mit der Gänse.